Hallo, liebe Studierende zur Veranstaltung Verteilte Systeme an der Fakultät Wirtschaftsinformatik im Wintersemester 18/19. Was ich Ihnen erzähle, trifft also für das Wintersemester 18/19 zu. Da mache ich die Veranstaltung, die ich vor einiger Zeit mal entwickelt habe, angeboten habe und dann einen Kollegen übergeben hatte, der im Forschungssemester ist und ich die jetzt sozusagen stellvertretend halte. In meiner Veranstaltung Verteilte Systeme basieren wir fachlich-sachlich auf Distributed Systems von George Colouris, auf Andrew Tannenbaums Verteilte Systeme und die eigene Monographie spielt dort eine Rolle. Wir sehen uns mittwochs im vierten Block 14 Uhr bis 15.30 Uhr im C013. Lassen Sie mich noch erwähnen, ich werde diese Veranstaltung in einem Lehrversuch fahren. Die gelb markierten Veranstaltungen werde ich streamen, um gegebenenfalls Remote-Studierende zu erreichen und mit diesem Thema selbst Erfahrung zu sammeln. Sie haben die gleichen Rechte am Stream. Sie können den Stream dann für ein positives Reputationsmanagement nutzen. Schließlich sieht man Sie dort, wie Sie fachkompetent agieren. Unsere Fragestellung für den 7.11. wird dann sein, das Colouris-Kapitel Characterization and System Models oder im eigenen Buch das Kapitel 3. Wir machen diese Mittwochsveranstaltung als aktives Plenum, dazu später noch mehr, und orientieren uns bei der Fragestellung an Colouris Chapter 1 Challenges. Entwickeln Sie eine Systematik für die Einschätzung und Bewertung der Challenges im Zusammenhang mit Adreli 5. Zur Erinnerung, Adreli 5 haben Sie im zweiten Semester, also vor einem Jahr etwa, entwickelt. Das war eine Architektur, die aus Clients bestand, aus einem Server. Beide Client und Server hatten eine GUI und der Adreli-Server war gethreadet, also schon verteilt. Clients und Adreli-Server und DB-Server waren in einem IP-Netz verteilt. Für den Adreli 5-Bezug verwenden Sie am besten Ihre eigene seinerzeitige Lösung. Wenn Sie die nicht mehr haben, können Sie gerne auch die sogenannte Sulaika-Version von mir verwenden. Die war damals schon als Framework zur Verfügung gestellt worden für den Einstieg. Diesbezüglich ist für Sie bereits eine Dropbox präpariert, wo Sie diese frühere Adreli-Version oder die Sulaika-Version finden. Unsere zweite Fragestellung bezieht sich dann auf das Colouris Chapter 2 Architectural Models, Fundamental Models, Physical Models. Stellen Sie die Colouris-Architekturen vor, die Sie begeistert haben. Da kann einem das eine oder andere mehr oder weniger gefallen. Genau darum geht es. Wir werden das in unserem aktiven Plenum behandeln. Noch eine Bitte. Skizzieren Sie die Ergebnisse zu A und B so, dass die Programmieren 2 Studierenden ihre Ergebnisse verstehen, wenn ich beim Prog 2 Minikongress ihre Ergebnisse vorstellen werde. Diese Vorstellung bei Prog 2 werde ich anhand Ihrer Dokumentation machen. Kennen Sie das aktive Plenum als Gruppendiskussionsplattform noch nicht, so finden Sie in dem Praktikumsplan zwei Links, wo Sie sich angucken können, wie dieses aktive Plenum auf unsere Verhältnisse adaptiert aussehen kann. So, die Fragestellungen dann für den 21.11. ist das Colouris Chapter IPC, abgekürzt für Interprocess Communication, oder in der eigenen Monographie wäre das Kapitel 5.2. Die Frage ist Alternativen zur Socket IPC. Adreli nutzt Message Passing und wird zur Adreli 6 JMS Version. Eine Diskussion der Communications Paradigmen in verteilten Systemen. Das ist also der Einstieg in die praktische Arbeit, der Einstieg in das erste Projekt. Ist Placemat unbekannt? Haben Sie es noch in keiner Veranstaltung kennengelernt? So nutzen Sie wiederum den
YouTube-Link, schauen Sie sich das an. Natürlich können wir uns beim Meeting darüber auch noch unterhalten. So wird das klappen. Fragestellung dann für den 12. Monat, also für den 5.12. Wir sind jetzt im Dezember. Hier wird das Coloris Kapitel 5 und 6 über Remote Invocation, Indirect Communication oder im eigenen Buch Kapitel 9.5 behandelt. Das machen wir in Form von Think, Pair, Share. Fragestellung: Objekte fremdgesteuert. Adreli nutzt Remote Method Invocation und wird zu Adreli 7, RMI. Eine Diskussion des Remote Invocation Paradigmas in verteilten Systemen. Das ist also der Einstieg in das zweite Projekt. Jetzt im 5. Semester wird Ihnen zugemutet, dass Sie 2 parallele Entwicklungsprojekte meistern. Im 2. Semester konnten Sie das noch sequenziell nacheinander machen. Jetzt sind Sie fortgeschritten, fast fertig mit dem Studium. Jetzt schaffen Sie das parallel. Die Abgabe für Adreli 6 JMS ist der 19.12.2018, also ein bisschen später nach unserer Diskussion zum Thema RI. Wiederum Think, Pair, Share nicht bekannt, folgen Sie dem Link im Praktikumsplan und Sie werden aufgeklärt, wie Think, Pair, Share funktioniert. Mit einem laufenden Projekt geht es also dann in das Jahr 2019. Abgabe für Adreli 7 ist der 23.01.2019. Aus heutiger Sicht ist das ja noch lang hin, aber das Ende kommt. Das ist dann das Ende unserer Veranstaltung in diesem Semester. Am 9.01., wenn wir uns sehen, behandeln wir die Fragestellung Coloris Chapter 11 und Coloris Chapter 14. Es geht um Security oder das Tannenbaum Chapter 9 wäre das. In der eigenen Monographie müssen Sie mal suchen, was Sie dort bei mir finden. Die Fragestellung ist Adreli Goes Crypto Internationalization. Sie erinnern sich noch an die Abkürzung? Naja, die Langform heißt Internationalization. Security-Potenziale und Internationalization in verteilten Systemen. Hier geht es darum, dass Sie Ihre Ideen und Konzepte für ein zukünftiges Adreli 8 entwickeln und die eben als Placemat festhalten. Wiederum Placemat unbekannt, YouTube gucken, hier ist die Adaption an unsere Veranstaltung. Sie finden natürlich auf YouTube viele Veranstaltungen, Videos zum Thema Placemat. Wie gesagt, die eigenen Videos, die sind ein bisschen an unsere Furtwanger Verhältnisse angepasst, an meine Veranstaltung, also an mich angepasst. Und die empfehle ich Ihnen. Daran werde ich mich orientieren. So weit, so gut. Wenn wir das jetzt nochmals in knapper Form, in einer Timetable-Form zusammenfassen, dann kommen wir insgesamt zu folgendem Praktikumsplan. Wir sind also praktisch vor dem Ende des Oktobers. Wir werden am 31.10. das aktive Plenum vorbesprechen und dann auch schon thematisch an dem soeben erwähnten Thema ausrichten, sodass wir dann am 7.11. das aktive Plenum zum Chapter 1 und 2 von Coloris streamen können. 14.11. Chapter 4 IPC, Interprocess Communication und Vorbesprechung des Placemats dazu. Die Fragestellung selber diskutieren wir dann natürlich am 21.11. als Placemat zum Chapter und starten dann, wie zuvor im Detail ausgeführt, mit der Implementierung von Adreli 6 JMS, Java Messaging Services steht das. Der 28.11., der ist gewidmet dem Thema Remote Invocation, Indirect Communication und wir machen die Vorbesprechung des Think, Pair, Share zum Chapter 5, 6 von Coloris und starten also Anfang Dezember auch mit Adreli 7 RMI, haben für kurze Zeit 2 Projekte am Laufen, schauen uns am 12.12. in einer Vorschau Adreli 6 an,
Die Abgabe ist erst später, am 19.12. Dort wollen wir dann die Demo sehen. Wir werden das eben dann eben auch streamen, um zu zeigen, was sie dort gebaut haben. Dann ist Weihnachten gekommen, Silvester wird uns dann hoffentlich nicht allzu viel Schnee in Furtwangen bescheren, sodass wir uns am 9.1. wieder begegnen können zum Coloris Chapter 11 Security. Time and Global States ist so ein bisschen das Thema und wir werden das im Placemat zum Chapter 14 and 11 am 6.1. besprechen. Adrilli goes Crypto and Internationalization. Dann ist auch quasi schon das Ende erreicht. Das ist für uns dann der 23.1. Wir werden dort Adrilli 7 in Form des Mini-Kongresses, so wie Sie das aus dem zweiten Semester von mir schon kennen, uns angucken und hätten damit das Ende erreicht. Für diese Endpräsentation rechnen Sie mal damit, wir haben 6 Gruppen, maximal eine Viertelstunde, also 15 Minuten pro Gruppe. Das ist dann der Rahmen für die Demos. Damit sind wir durch und wir brauchen praktisch, um die ganze Veranstaltung erfolgreich abzuschließen, nur noch die Klausur, die Stand heute am Dienstag, den 5.2.2019 ist. Kann sein, dass sich da etwas ändert, kommuniziere ich Ihnen, aber falls das der Fall sein wird, Prüfungsamt würde das ja auch aushängen. Wie gesagt, Stand heute. Also, so sieht das aus. Wie gesagt, Details können sich ändern. Die ganze Veranstaltung bringt 3 ECTS und hier noch ein paar Ausführungshinweise. Das soll mein letztes Wort sein. Sie erinnern sich, bei unserer Begegnung im zweiten Semester waren die Vorgaben ziemlich reichhaltig und stringent und zielorientiert. Warum? Sie waren ja erst im zweiten Semester, jetzt sind Sie reifer, jetzt haben Sie eigene Ideen. Sie können jetzt zeigen, was Sie drauf haben und die Vorgaben sind etwas, eigentlich erheblich gelockert. Ich würde mal sagen, gehen Sie davon aus, dass der Code den Java Conventions folgen soll, so wie sie von Sun und Oracle veröffentlicht werden. Sie wissen, das ist unschwer zu finden im Netz, steht auch in der Dropbox, diese Coding Convention, Punkt 1. Punkt 2, die User Stories sind mindestens so wie in Adrilli. Sie sind jetzt nicht mehr gehalten, dort keine Änderungen vorzunehmen. Sie dürfen das ausgestalten, sie dürfen alle Register ziehen, also alles, was sie gelernt haben, unterbringen. Aber die User Stories müssen mindestens so sein wie von der Anzahl her bei Adrilli. Sie können jetzt aber Änderungen und Erweiterungen vornehmen. Die Documentation Papers waren im zweiten Semester genau geregelt, haben wir gereviewt und sie haben dahingehend optimiert. Jetzt ziehen sie selbst alle Register und die von ihnen gefertigten Documentation Papers fertigen sie selbstständig anspruchsvoll. Sie konzipieren und gestalten das, so wie sie sagen, naja, das haben wir jetzt alles gelernt und das zeigen wir darin auch. Die Developer-Dokumentation natürlich erfolgt mit JavaDoc. Sie wissen, damit wird Dokumentation für neue Teammitglieder eben für Developer gemacht. Das machen wir nach wie vor für JavaDoc. Damit hätten wir so ziemlich alle Rahmenbedingungen. Meine verteilte Systeme-Studierende, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen dazu gibt, wir sprechen das alles im Meeting durch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg bei der Veranstaltung. Besten Dank, Ihr Prof. Illig.